Leute, da sind bewaffnete Typen im Steuerraum. Vorsicht, Sergejew, er hat wohl deine Waffe gefunden. Wenn das hier schon nicht klappt, dann werden wir alle draufgehen. Also, gucken wir mal, was in meinem Glückskeks ist. Wer das liest, ist dumm. Niklas, ich glaube, ich habe deinen Keks. Mal sehen. Handle stets nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass ich ein allgemeines Gesetz werde. Okay. Jetzt bin ich dran. Was du nicht willst, was man dir tut? Das fügt auch keinem anderen zu. Ist das nicht dasselbe wie bei Niklas? Nein, nicht wahr, Immanuel? Es kann sein, dass nicht alles wahr ist, was ein Mensch dafür hält. Denn er kann irren. Aber in allem, was er sagt, muss er wahrhaftig sein. Danke, Immanuel. Jetzt werden wir mal sehen, was mein Glückskeks so zu bieten hat. Aha. Es führen viele Wege zum Gipfel eines Berges. Doch die Aussicht bleibt die gleiche. Das ist tiefgründig. Hä, aber ein Berg ist doch hoch. Nicht für uns. Ich denke, das ist eher metaphorisch gemeint. Wir sollen jetzt nicht wirklich einen Dann Berg... Dann ist ja alles klar. Wir besteigen einen Berg. Und welchen Gipfel wollen wir erklimmen? Das ist doch klar. Ein Gipfel ist zu wenig. Wir besteigen die beiden Gipfel des Kilimanjaro. Also... Der Kilimanjaro hat ja doch nur einen Gipfel. Und das hier ist nicht mal der Kilimanjaro. Wir sind nicht mal in Afrika. Das ist der Brocken. Der Brocken? Ja, der Brocken. Im Harz? Indeed! Nein, im Harz. Dann sei es so. Möge der Brocken im Harz kommen. Also kommet und besteiget ihn. Alle auf verschiedene Weise, so wie es der Keks von uns wollte. Also, wir wären alle da. Außer Sergejew. Es führen viele Wege zum Gipfel eines Berges. Doch die Aussicht bleibt die gleiche.